Sagen und Mythen über uns durchziehen die Welt. Wunderschön und tödlich sollen wir sein. Ein Volk von männermordenden Frauen, das auf dem Rücken von Pferden lebt und das Kriegshandwerk versteht. Wir sind das Objekt von Furcht und Begierde. Die Griechen nennen uns die Männergleichen. In unserer Sprache heißen wir Euerbata, die Männermörderinnen. Kämpfende Frauen? Es hat sie in der Geschichte immer wieder gegeben. Vereinzelt, wie Jeanne d'Arc. Den Mythos von einem ganzen Volk von kämpfenden Frauen, die in einem Frauenstaat organisiert waren, haben die alten Griechen in die Welt gesetzt. Ihre Sagen erzählen von der Amazonenfürstin Penthisilea. Sie kämpfte mit ihrer Frauenarmee auf der Seite Trojas. Achill besiegte sie im Einzelkampf und verliebte sich in die sterbende Schönheit. Was beruht bei den antiken Erzählungen und Berichten auf einem wahren Kern? In der Umgebung von Hamburg lebt Renate Rolle. Ihrer Initiative ist es zu verdanken, dass sich Forscher seit den 80er Jahren mit den Amazonen intensiver beschäftigen. Amazonen sind ja mythologisch überhöht. Und in unserem Bereich, also jetzt in Osteuropa und in Zentralasien, spricht man deshalb meistens auch nicht von Amazonen oder nur in Anführungsstrichen. An und für sich sind es Kriegerinnen. Und das lässt sich nun wirklich nicht bestreiten. Und da wir an den Skeletten auch Spuren starker Verwundung, Verletzungen, teils verheilt, teils nicht verheilt, finden können, kann man natürlich sagen, die Waffen, die standen nicht nur zu Hause auf dem Vertigo, sondern die hat man dann im Kampf eingesetzt und nicht zu wenig. Amazonen haben die Vorstellung vieler Menschen angeregt. In einer von Männern geprägten Welt müssen Frauen, die gegen ihre Feinde kämpfen, abenteuerlich wirken. Sie bedrohen die Männer in ihrer Wunschvorstellung, sie seien die Herren der Welt. Aber die Vorstellung kämpfender Frauen hat auch einen anderen Reiz. Erst recht die Vorstellung von einem Staat, in dem die Frauen das alleinige Sagen haben. Einiges fällt natürlich besonders auf. Also zum einen, dass man sie regelrecht verteufelt. Nicht diese Unverschämtheit der Frauen, sich in diese Männersache zu begeben und auch noch erfolgreich zu kämpfen, das muss einem Griechen schon also sehr hart angekommen sein. Aber was generell auch auffällt, ist, dass sie immer wieder als so wunderschön beschrieben werden. Wenn Sie wieder mal an Achilleus denken, nicht, der dann also erschrickt von der Schönheit und es wird ja im griechischen Milieu immer wieder erwähnt, dass Fünfkämpfer die schönsten Menschen der Welt waren. Dieser extreme sportliche Einsatz, der hat sicher körperlichen Niederschlag gefunden, in Schlankheit durchtrainiert. Und Sie sehen das ja heute bei den Distanzreiterinnen und den Fünfkämpferinnen. Und das entspricht ja durchaus diesem antiken Vorbild. Außerordentlich modern soll die Kriegsführung der Kriegerinnen gewesen sein. Auf dem Pferd waren sie schneller als der Feind. Mit kleinen Dolchen kämpften sie beweglicher als mit langen Schwertern. Ihre Pfeilspitzen waren nicht flach wie üblich, sondern dreiflügelig und mit Widerhaken versehen. Im Kern geht es um die Frage, ob archäologische Funde tatsächlich die Existenz eines Staates von Amazonen belegen können, indem sie nicht nur unter Männern kämpften, sondern auch die Herrschaft ausübten. Seit Jahrzehnten schwelt ein Streit unter Wissenschaftlern. Forscherinnen wie Renate Rolle wird vorgeworfen, Funde zu überinterpretieren.
Florian Knaus ist Direktor der Staatlichen Antikensammlung und Glyptothek München. Sein Haus beheimatet Exponate der griechischen Antike, die Spielraum geben für Interpretationen zum Leben und Kämpfen der Amazonen. Die Amazonen sind ein Produkt der Fantasie, und zwar männlicher griechischer Fantasie. Erstmals bereits zu fassen bei Homer, also im mittleren 8. Jahrhundert. Diese Amazonen hat es aber so nie gegeben. Und es hat auch keine Vorbilder, keine realen Vorbilder für sie gegeben, sondern sie sind als Gegenentwurf zur realen Welt der Antike entstanden. Die Griechen haben mit vielen mythischen Gestalten gekämpft, von denen wir durchweg annehmen, dass es sie so nicht gegeben hat, Kentauren etwa. Die Vorstellung, gegen Frauen zu kämpfen, war für einen griechischen Mann so ungefähr das Aberwitzigste, was er sich überhaupt denken konnte. Über einen Amazonenstaat in den weiten Ebenen an der Schwarzmeerküste der südlichen Ukraine hat ein griechischer Autor geschrieben. Vieles, was Herodot in seinen Geschichtsbüchern schildert, wurde in archäologischen Einzeluntersuchungen bewiesen. Er berichtet über skythische Feste und Bräuche sowie über die Ankunft der Amazonen in Skythien. Lässt sich der Wissenschaftsstreit um die Amazonen mit modernen wissenschaftlichen Methoden entscheiden? Bis in das späte 20. Jahrhundert hinein haben Archäologen das Geschlecht von Skelettfunden nur anhand der Grabbeigaben bestimmt. Anthropologen wurden nicht hinzugezogen. Dabei gab es schon im 19. Jahrhundert vereinzelt andere Ansätze. Ja, ich hatte meine Dissertation in Deutschland ja geschrieben. Und da ging es generell um Grabritual, Grabbau, überhaupt Totenritual, um diesen ganzen Komplex. Und da hatte ich natürlich entsprechend viele auch Frauenbestattungen, die ganz normal dokumentiert im Katalog verarbeitet wurden und so weiter. Und da fiel mir eben auf, dass es in der Fachwissenschaft eigentlich schon seit 1890 etwa die Diskussion gab, ob es bewaffnete Frauen, also Kriegerinnen, gegeben hat. Und ein berühmter russischer Archäologe, der Graf Bobrinskoy, hatte mit Hilfe eines Mediziners eigentlich schon am Ende des 19. Jahrhunderts geklärt, es gibt solche Kriegerinnen. Um die Existenz von Kriegerinnen wissenschaftlich abzusichern, muss die Grabungssituation jederzeit nachvollziehbar sein. Wo wurde welches Skelett genau gefunden? Und welche Grabbeigaben wurden neben dem Toten abgelegt? Viele der frühen Funde wurden allerdings nicht nach heutigen Standards katalogisiert und gelagert. Diese ersten, die ich gerade erwähnt habe, am Ende des 19. Jahrhunderts, das waren auch mit die sensationellsten. Das war in jedem Falle der Unterschied zu den Männerbestattungen. In den Frauengräbern kamen auch Waffen vor, und zwar verschiedene Waffendisziplinen, also Schwerter, Lanzenspitzen und so weiter. In den letzten 120 Jahren wurden in der Ukraine hunderte Grabungen durchgeführt. Dabei wurden Gräber gefunden, die nicht den herkömmlichen Erfahrungen der westeuropäischen Archäologen entsprechen. Sie geben der Vorstellung von kämpfenden Frauen neue Nahrung. Es tauchte dann was auf, was die Archäologen mit dem Terminus Mixinventare oder Mischinventare bezeichnen, dass wir also das hatten, was man normalerweise für typisch für eine Frauenbestattung ansieht, also Schmuck, das ist so wie bei uns auch, Schmuckgrab gleich Frauengrab und Waffengrab gleich Männergrab. Das ist natürlich total. Mixinventar kann auch anders gedeutet werden. Eine Hypothese besagt, dass Waffen in Frauengräbern stellvertretend für den Ehemann stehen
der nicht mitbestattet werden konnte. Frau Rolle ist der Meinung, dass Darstellungen von Amazonen im 5. Jahrhundert ein reales Bild von eben diesen Kriegerinnen geben. Doch diese Amazonen tragen eine Fantasietracht. Es ist eine Tracht, die skythische Elemente enthält, die persische Elemente enthält, die aber auch wiederum griechische Elemente aufnimmt. Das heißt, diese Kriegerinnen kämpfen mit einer orientalischen Bewaffnung, die so kein Gegner der Griechen je getragen hat. Auch eine Skythin wird genau so nicht ausgesehen haben. In der staatlichen Antikensammlung und Glyptothek München finden sich die alten griechischen Keramiken, denen wir unsere Kenntnisse über die Amazonentracht verdanken. Vorbilder für die Fantasietracht, die die Künstler malten, mussten die Griechen nicht eigens in Osteuropa suchen. Um 500 vor Christus gab es in Athen sogar eine skythische Stadtwache. Bunte Stoffe und enge Hosen statt wallender Gewänder erinnern an die Reitbekleidung der Skythen. Die meisten Bilder von Amazonen, die wir besitzen, befinden sich auf griechischen, insbesondere auf attischen Tongefäßen. Und diese Tongefäße waren Gegenstände des Alltags, insbesondere des Symposions, das heißt des griechischen Trinkgelages. Vornehme Männer haben sich zusammengefunden und haben Wein getrunken aus solchen Gefäßen oder den Wein aus solchen Gefäßen geschöpft. Die Bilder auf diesen Gefäßen, die häufig Szenen des Mythos zeigen, dienten unter anderem auch als Inspiration für Tischgespräche. Und was ist ein geeigneteres Thema für ein solches Gespräch als eine spannende Sage? Tapfere und schöne Frauen. Sind die Amazonen nur eine erotische Männerfantasie für gesellige Abende? Oder hat Herodot im Skythenland die Kriegerinnen selbst gesehen? Naja, wir haben ja Darstellungen auf der griechischen Keramik, schwarz- und rotfigurig, was es da alles gibt, wo wir sehen, dass also schon in der Tracht, dadurch, dass die Amazonen zumeist also ganz überwiegend Männertracht tragen, so sind die Griechen anscheinend den Skythen auch in Griechenland selbst begegnet. Wir wissen, dass es in dieser Zeit, sagen wir mal ab 5. Jahrhundert vor Christus, einen lebhaften Reiseverkehr gibt. Nicht umsonst war ja auch Herodot im Nordschwarzmeergebiet und er betont in seinem Buch an mehreren Stellen, dass er das mit eigenen Augen gesehen habe. Und ich halte Herodot für absolut glaubwürdig. In einer blutigen Schlacht schlugen Herakles und seine Gefährten die Amazonen am Thermodon vernichtend. Die überlebenden Männergleichen verbrachten sie auf ihre Boote, um sie als Gefangene nach Griechenland zu bringen. Auf offener See aber überwältigten die Amazonen ihre Wächter, bis sie vom Wind schließlich an die nördliche Küsten des Schwarzen Meeres gespült wurden. Dort verbündeten sie sich mit den hier lebenden jungen skythischen Männern. Doch die Amazonen erwiderten: Wir könnten nicht mit euren Frauen leben. Unsere Sitten sind zu verschieden von den ihren. Den Bogen zu spannen, den Speer zu werfen, ein Pferd zu reiten, dies sind unsere Künste. Aber wenn ihr uns wirklich als eure Frauen behalten wollt, dann geht hin zu euren Eltern, heißt sie, euch euer Erbe zu geben und kehrt alsbald zurück zu uns. Und wir und ihr wollen hier für uns zusammenleben. Und so gründeten sie fortan das Nomadenvolk der Sauromaten. Bei den Skythen gab es eine andere soziale Ordnung als in Griechenland. Die Skythen waren Nomaden, die mit ihrem Hab und Gut zu den besten Weidestellen für ihre Tiere zogen. Diese Lebensweise war vielleicht durchlässig für Rollenwechsel. Frauen mussten in einer solchen Gesellschaft viel freier agieren. Das konnte auch heißen, dass eine Frau die Führungsrolle innehat. Von den Sauromaten, diesen östlichen Nachbarn, heißt es eben sogar, also dort haben wir diese Legende, solche Frauen wurde eine Brust abgenommen, also ausgebrannt an für sich. Und um ehefähig zu werden, müsse man entweder nur einen Männerschädel bringen oder manchmal gar drei.
Und dann schreibt also unser griechischer Autor in dem Fall so hübsch maliziös, manche sind alt und sterben und können dieses Gebot nicht erfüllen. Das kann man sich auch so richtig vorstellen. Ich sage, wir sind mehr als ein Mythos. Wir tragen die Verantwortung für unser Hab und Gut und verteidigen es, wenn nötig, mit unserem Leben. Wir jagen, versorgen unsere Tiere, ziehen die Kinder groß, wir führen unsere Sippen. Wir sind Meisterinnen im Reiten und im Umgang mit Pfeil und Bogen, mit der Lanze, dem Dolch und der Streitaxt. So ziehen wir in den Krieg allein oder neben den Männern. Unsere Feinde, sie fürchten uns dafür und sie verehren uns dafür. Von den Sauromaten heißt es in den Schriftquellen, dass sie besonders amazonenfreundlich gewesen wären und dass die ersten Amazonen sozusagen entstanden wären, indem sie schöne skythische Jünglinge und schöne kämpfende Frauen, also Kriegerinnen, vermischt hätten und einen bei den Sauromaten sozusagen einen eigenen Lebenskreis gegründet hätten. Das ist, wie gesagt, ein Mythos, der auch bei Herodot auftaucht. Denn in der Praxis kann man im skythischen Bereich viel mehr solche Kriegerinnen beobachten als im sauromatischen, obwohl da nehmen sie auch schon zu. Also ganz Eurasien, wage ich jetzt mal zu sagen, von Osteuropa bis übers Wolga-Gebiet, bis also dann zum Altai hin und so, ist von solchen Prägungen oder was man nun nehmen will, gekennzeichnet. Überall dort, wo Menschen nicht den Schutz einer Stadtmauer suchen konnten, mussten auch die Frauen verteidigungsbereit sein. Um sich und die Herden ihres Stammes zu verteidigen, beherrschten die Frauen die Axt und das Hiebmesser. Im ukrainischen Tschertomlyk liegt die Grabstätte eines skythischen Königs. Kurgan wird ein solcher Grabhügel genannt. Die ersten Ausgräber hatten es nur auf das Gold abgesehen. Die Fundsituation wurde nicht exakt erfasst. Ende der 80er Jahre findet deshalb eine erneute Grabung statt. Um den Grabhügel herum finden sich viele Pferdeschädel. Herodot berichtet, dass getötete Männer auf getötete Pferde gespießt und dann als Totenwache rund um den Hügel postiert wurden. Aber auch bislang unbekannte Nebengräber werden jetzt gefunden. Skelette mit Schmuck und Waffenbeigaben finden sich dort, die von einem Gerichtsmediziner und einem Paläopathologen untersucht werden. Sie stellen fest, dass viele der Skelette weiblich sind. Es gab also Kriegerinnen. Wie könnte ihre Rüstung ausgesehen haben? Wir haben hier erstens Elemente der Schutzrüstung, einen skythischen Schuppenpanzer. Das sind natürlich in Wirklichkeit wahre Kunstwerke, wo jede Schuppe die nachfolgende immer mit ein Drittel der Fläche überdeckt. Wir haben mit Studierenden Teile von Schuppenpanzern 1:1 nachgebaut und wir haben darauf geschossen und wir wissen, wie groß die Durchschlagskraft ist. Aus Kiew, wo wir auch Versuche haben laufen lassen können, wissen wir, dass diese Panzer ausgesprochen gut elastisch tragbar sind und dass sie also sehr gut gerade schwere Geschosse wie Pfeile und so weiter abhalten können. Hier haben wir dieses berühmte Pektorale aus der Tolstoyer Magilla von Orjonikidze hingelegt. In der Nachbildung, dieses Stück darf ja im Original die Ukraine nicht mehr verlassen. Es ist also ein Nationalheiligtum, fast 2 Kilo schwer und eben hier mit diesen Szenen angeordnet, von denen man glaubt, dass das die Darstellung des skythischen Lebens und das
die Jenseitsvorstellungen sind, die sich hier dahinter verbergen. Also dieses Ganze gilt eben gerne als Zeichen der Unterwelt und als Zeichen der Oberwelt, die durch diesen Ornamentstreifen getrennt sind. Ja, was habe ich noch vorzuführen? Hier dieses Spiegelbild, was auch was typisch Skytisches ist. In Männergräbern, aber viel häufiger noch in Frauengräbern, finden wir solche Bronzespiegel. Und das bronzene Spiegelbild ist viel schöner als das unsere Modernes, was auf Silberbasis, Quecksilberbasis und so weiter zustande kommt. Also skytische Spiegelbilder waren auf jeden Fall etwas, was schönende Wirkung hatte. Am Zentrum für Anatomie der Göttinger Universität untersucht der archäologische Gerichtsmediziner Michael Schulz Skelettreste aus dem ukrainischen Tschertomlyk mit modernsten wissenschaftlichen Methoden. Der Paläopathologe war an den Grabungen dort beteiligt. Längst ist die Erforschung der Skytengräber ein interdisziplinäres Projekt. Wissenschaftler vieler unterschiedlicher Fachrichtungen sind beteiligt. Was uns auf der Grabung am Tschertomlyk überrascht hat, ist, dass tatsächlich die Skelette, die ausgegraben wurden, Frauenskelette waren mit vergrößerten Muskelmarken und Waffenbestattungen im Grab, also Waffenbeigaben im Grab. Und an diesen Skeletten kann man nachvollziehen, also einmal, wie solche Skelettfunde untersucht werden, wie man das Geschlecht, das Lebensalter nachweisen kann, der Konstitutionstyp, wie Muskelmarken beschaffen sind, ob da wirklich, sag mal, übermäßige muskuläre Belastungen stattgefunden haben, die dann auf einen Waffengebrauch beispielsweise schließen lassen oder auf das Reiten schließen lassen. Man kann ja selbst an einem Oberschenkelknochen, ich kann das vielleicht mal hier zeigen, an einem Oberschenkelknochen sehr gut die Spuren des Reitens nachweisen, dass wir hier und hier die Befestigungspunkte für den äußeren Wadenmuskel haben, einen Teil des äußeren Wadenmuskels. Und normalerweise müsste bei Reitern hier ein Höcker sein. Aber hier sehen wir, ist es glatt, kein Reiter. Dann kommt noch hinzu, dass hier der große Adduktor, also ein Muskel ansetzt, der das Bein heranzieht. Und da sehen wir auch, das hier ist total glatt. Bei einem Reiter wäre das hier zu einem Höcker profiliert. Lassen Schädelfunde Rückschlüsse auf die Kampfweise zu? Wir haben hier einen Schädel, der zwei sehr deutliche Hiebverletzungen ausgeführt mit einer Klingenwaffe zeigt. Und wir erkennen, dass hier ein Hieb von hinten kommen, das Hinterhaupt getroffen hat. Das heißt, wahrscheinlich ist der Mann weggelaufen und hat von hinten einen Hieb mit einer Klingenwaffe bekommen, der hier den Schädel gespalten hat. Er hat dann eine zweite Verletzung hier vorne, wenn man sich das anschaut, und zwar einen größeren Defekt. Der Hieb ist auch so von hinten gekommen. Dann ist die Waffe wohl stecken geblieben und beim Herausziehen oder beim Umsinken des Mannes ist dann das hier fehlende Schädeldachstück abgeplatzt. Man sieht, wenn man hier genau drauf hält sehr gut auch die Scharten, die die Klinge, oder besser gesagt, die Furchen, die die Scharten der Klinge am Knochen verursacht hat. Michael Schulz trägt mit seinen Untersuchungen sehr viel Informationen über das Leben dieser Menschen zusammen. Sogar Erkrankungen lassen sich so rekonstruieren. Wir haben hier den Oberarmknochen einer Amazone, die durch übermäßigen Gebrauch, wahrscheinlich im Waffendienst, eine krankhafte Veränderung des Knochens hat. Und wir sehen im Mikroskop hier diese krankhafte Knochenveränderung vor uns. Wir haben hier einen Knochendünnschliff durch den Oberarmknochen der einen Amazone von Akalacha und sehen, dass der Knochen falsch zu Lebzeiten belastet wurde. Im einfachen Durchlicht ist das noch nicht zu sehen, aber
Wenn wir jetzt im polarisierten Licht uns das Ganze anschauen, erkennen wir schon, dass diese zirkulären Baueinheiten, die wir hier haben und die Osteone heißen, nicht regelrecht gebildet sind. Schalten wir jetzt zum Beispiel einen Kompensator, ein Hilfsobjekt Rot erster Ordnung in den Strahlengang, kann man das noch besser sehen. Da können wir sagen, dass der Knochen nicht mehr regelrecht belastet wurde, weil er durch eine Muskelsehnenzerrung erheblich beeinträchtigt war. Das hat wehgetan. Die Amazone hat den Arm dann nicht mehr benutzen können in der ursprünglichen Weise, sodass es im Knochen zu dieser Form einer Inaktivitätsatrophie, also eines Schwundes und Umbaus des Knochengewebes aufgrund von Nichtbelastung gekommen ist. Und das werden wir auch in Kiew dann uns anschauen an den Original-Amazonen-Skeletten, zumal zu diesen vier bereits ausgegrabenen ein Neufund kommt, der gerade vor kurzer Zeit geborgen wurde, der auch komplett ist, wo der Schädel auch dabei ist. Und da werden wir dann gemeinsam mal schauen, ob das wirklich erstens eine Frau ist und zum anderen eine Frau, die vielleicht gekämpft hat, wo die Muskulatur am Arm und am Bein darauf hinweist, dass es eine Kämpferin bzw. eine Reiterin war. Das würde ja zusammengefügt das Bild einer Amazone ergeben. Renate Rolle hat eine Hypothese, wann die künftigen Amazonen mit der Ausbildung begonnen haben könnten. Also es geht gar nicht anders, als zu sagen, die Mädchen müssen genauso ausgebildet gewesen sein wie die Jungen. Da können sie weder ein guter professioneller Bogenschützin werden, beim Schwert ist das genauso. Und noch schlimmer würde ich denken beim Speer oder beim Wurfspieß. Denn man muss hier die Valgusstellung des weiblichen Armes beachten und solche Sachen. Also es muss sehr, sagen wir mit einem Wort, sehr intensiv und von frühester Kindheit an geübt werden. Über andere Aspekte des Lebens dieser Kriegerinnen kann die Wissenschaft nur spekulieren. Haben sie sich geschminkt? Haben sie ihren Körper bemalt? Die Wissenschaft ist hier auf Analogieschlüsse angewiesen, denn aufgrund der Witterungsbedingungen gibt es keine Funde aus den Ländern, in denen Skythen siedelten. Auch weiter im Norden, in Sibirien, lebten Kriegerinnen in nomadischen Stammesgemeinschaften. Hier wurden Körper durch den Permafrostboden konserviert. Es existieren Funde von tätowierter Haut. Sie machen es wahrscheinlich, dass auch Frauen ihren Körper so verzierten. In der Ukraine finden sich so viele alte Grabhügel der Skythen, dass deren flächendeckende Erforschung finanziell und personell kaum möglich ist. Die Archäologen müssen sich auf diejenigen Grabhügel konzentrieren, deren Ausgrabung die meisten Aufschlüsse über die Lebenswelt der Skythen verspricht. Wirklich sensationelle Funde sind allerdings selten, wie auch Michael Schulz weiß. Er sucht hier nach hieb- und stichfesten Beweisen für die Existenz der Amazonen. In der Akademie der Wissenschaften in Kiew werden alle Funde katalogisiert und konserviert. Eine spitze Frauenkopfbedeckung aus dem Fund von Tschertomlück. Der Besatz ist aus purem Gold. Die Dreiecke sind aus einzelnen Goldtropfen zusammengesetzt. Die Goldplättchen wurden ohne moderne Werkzeuge hergestellt. Und was ist das für ein Fund in der Mitte? Der ist ja wunderbar erhalten. Da haben wir auch noch den Schädel. Ja, das ist ein neuer Fund aus Mi 84. Aha, also wo ist das? Neu, ist Finagradne, in Zaporozhye. Aha. Das ist auch eine Amazone. Also, wenn wir uns die Stirn anschauen, dann erkennen wir, dass dieser Teil der Unterstirn, den wir als Glabella bezeichnen, gerade geht. Bei Männern wird das mehr vorgebaucht. Außerdem ist der Überaugenwulst hier, der Überaugenbogen, auch flach und nicht vorgewölbt wie bei Männern. Und dann ist interessant, dass wir hier die beiden Stirnhöcker haben, die mäßig ausgebildet sind und bei Männern verstrichen, also da geht die Stirn glatt nach hinten. Sodass wir sagen können, diese gerade Stirn ist ein weibliches Merkmal und wird bedingt durch die eben beschriebenen Merkmale. Wir vergiften unsere Pfeilspitzen auf ganz besondere Art. Zuerst wird unser Blut in Gefäßen im Mist vergraben.
wie sich Fäulnis darin bildet. Dann vermischen wir es mit verwesenden Kadavern von kleinen Vipern. Dieses Gemisch in den Wunden unserer Feinde tötet sie noch Tage später, nachdem wir sie getroffen haben. Sollte das Gift der Schlangen nicht sofort gewirkt haben. Die skythischen Waffen sind so hoch entwickelt wie die skythische Kampftaktik. Der Schaft einer Pfeilspitze ist so konzipiert, dass die Spitze abbricht, wenn sie in den Körper eingedrungen ist. Widerhaken verhindern ein Entfernen der Spitze aus dem Fleisch. Oben links in der Ecke haben wir die Reste eines Reflexbogens, die gefürchtete Waffe der skythischen Reiter. Wir haben dann zwei Lanzenspitzen, die sehr gut erhalten sind. Auch Kampfwaffen, genauso wie den zwischen den beiden spiegelliegenden Dolch, der auch in seiner Griffform an die vorderasiatischen Kulturen derselben Zeit erinnert. Und ein Sortiment verschiedener Pfeilspitzen und die scharf geschliffenen Kanten, also wie Messer scharf geschliffen, waren sogar in der Lage dann, einen Panzerring eines Kettenhemdes zu durchschneiden. Das heißt, wenn so ein Pfeil auf den Körper geschossen wurde und der trug, sagen wir mal, einen Kettenpanzer, dann hat er trotzdem den Panzer durchschlagen, die Ringe zerschnitten und war eine tödliche Waffe. Gab es Rituale, die die Kriegerinnen enger aneinander banden? Renate Rolle stellt eine Hypothese auf. Also Blutschwesternschaft, das ist tatsächlich so eine kleine These von mir, das ist eine reine Annahme. Bei den Männern finden wir es sehr vielfach beschrieben und das würde ja theoretisch für Frauen auch gelten. Also insofern sehe ich gar kein Hindernis anzunehmen, dass sie auch gewisse Bräuche, die als Kriegerbräuche bei den Männern bekannt sind, dass sie das auch gemacht haben, aber beweisen kann ich das natürlich nicht. Ich würde es nur für sehr wahrscheinlich halten. Also es gibt in der Literatur, gerade bei Pseudo-Hippokrates und ähnlichen Autoren, gibt es immer wieder Belege dafür, wie wichtig diese Blutsbrüderschaft war. Also ohne Blutsbrüderschaft kam man so weit nicht in dieser Zeit. Ich denke, die Krieger waren untereinander verbunden durch solch ein ganzes Netz von Blutsbrüderschaften. Michael Schulz reist von Chertumlück auf die Krim zur Öffnung eines weiteren Grabes. Auf der Krim wurden Skelette von Frauen gefunden, deren Beigaben vermuten lassen, dass sie eine Führungsrolle in ihrer Gemeinschaft innehatten. Dennoch bleibt es umstritten, ob Mann und Frau bei den Skythen gleichgestellt waren. Wir sind ja jetzt auf dem Weg zur Grabung von Dr. Gretschka, dem Kollegen von Dr. Krosak von der Akademie der Wissenschaften in Kiew. Und man sieht ja vorne den Jeep, dem wir jetzt folgen. Und da geht es zu zwei Grabhügeln, zwei Kurganen der Skythen. Und wir hoffen, dass wir dann in beiden möglichst ungeöffnete, unberaubte Gräber der Skythen finden, möglichst von solchen Amazonen, solchen kämpfenden Frauen. Das ist zu erwarten, aber wir können das im Augenblick ja noch nicht so sicher sagen. Nur Experten sehen auf den ersten Blick, dass die Erhebung in der weiten Ebene kein Berg, sondern ein Rundgrab aus der Zeit der Skythen ist. Dieser Kurgan ist etwa 9 Meter hoch. Er wurde aufgeschichtet aus dem Wertvollsten, was die Nomaden zur Verfügung hatten. Aus Rasensoden, aus den Weideflächen ihrer Tiere. Also wir wissen ja von Herodot, und da passt auch der Ausdruck, der da geprägt worden ist, die Pyramiden der Steppe sehr gut. Und wenn man das Bild sich hier ansieht, das ist wirklich auffällig in diesem sehr flachen Landschaftsbild, diese großen Erdpyramiden. Und Herodot beschreibt auch eine schauerliche Geschichte, dass nämlich um die großen Gräber, sprich Kurgane der Könige, auch sogenannte Totenreiter aufgebaut wurden. Das heißt, es wurden junge Krieger und Pferde getötet. Die wurden dann präpariert, also ausgestopft und zusammen mit Waffen versehen, um den Kurgan herum als Toten- oder Geisterreiter aufgestellt. Meist finden sich mehrere Rundgräber in einer hierarchischen Anordnung. Das Bedeutendste liegt im Zentrum eines solchen Friedhofs. Ein Frauenskelett im Zentrum einer solchen Anlage zu finden, würde unsere Sicht auf die Gesellschaft dieser Zeit verändern.
Wenn wir zum Beispiel die Friedhöfe anschauen, dann ist es in der Zeit Sitte, unter einem Grabhügel, einem Kurgan, bestattet zu werden. Und es fällt auf, dass die Frauen selbstverständlich auch das Recht haben, solch einen eigenen Grabhügel zu haben. Und es gibt auch einige, wenige, aber einige Beispiele, wo zwei solche bewaffnete Frauen in einer solchen Kurgan-Grabanlage gefunden sind. Die Südküste der Ukraine. Archäologen erforschen hier, was Mythos ist und was Realität war. Hier soll Herodot gewesen sein, bevor er über die Amazonen geschrieben hat. An dieser Küste könnten sie an Land gegangen sein, wenn sein Bericht wahr ist. In einer alten Skythensiedlung suchen Archäologen, sich ein Bild von den Menschen zu machen, die einst hier lebten. Eine solche Grabung ist mühsam. Bewohnte Städte oder Dörfer sind weit entfernt. Geschlafen wird in Zelten und gearbeitet in sengender Hitze. Leider ist das Grab aus der Zeit der skythischen Besiedelung nicht in dem Zustand, den sich die Archäologen erhofft hatten. Die Skythen haben hier später alle Knochen rausgeholt und führten ihre eigenen Begräbnisse durch. Deshalb haben wir mehrere Dutzend Knochen des hiesigen Barbarenvolkes gefunden. Sie begruben nebeneinander mehrere Leichen. Und beim nächsten Begräbnis wurden die alten Knochen einfach unter die Mauer geschoben und die neue Leiche wurde bestattet. Auch spätere Zerstörungen erschweren die Arbeit der Archäologen. Also dieser Fundplatz ist zwar sehr interessant und besonders deshalb, weil wir ja, wie wir hier sehen, eine rechteckige Grab- oder Gebäudeeinfassung haben. Tatsächlich ist das aber sehr stark zerstört. Einmal sicherlich in antiker Zeit schon geplündert, dann auch sicherlich in der Neuzeit geplündert worden. Und wenn man sich das Ganze hier ansieht, wir befinden uns ja hier im Gelände, Ackerbau, große Felder. Und wenn dann Traktoren oder Erntemaschinen drüber fahren, die werden natürlich im Laufe der Jahrzehnte oder letztlich von etwa 100 Jahren gerade auch so eine Anlage total umgepflügt haben, oberflächlich so stark zerstört haben, so wie wir das hier sehen, Steine, die also wild durcheinander liegen. Unversehrte Gräber findet man nur sehr wenige. Grabräuber gab es bereits in skythischer Zeit und es gibt sie noch heute. Die Skythen versuchten, ihre Gräber zu schützen. Leere Blendgräber waren beliebt, um von der Hauptbestattung an dezentraler Stelle abzulenken. Also Grabräuber sind das große Manko dieser Steppen, wo man also jeden Grabhügel von Weitem dann auch schon gleich liegen sieht. Und natürlich weiß man, um ans vornehmste Grab zu kommen, muss man ins Zentrum. Das ist ja nur schon von außen zu berechnen, nicht? Und insofern, es gibt kein nicht ausgeraubtes solches reiches Frauengrab bisher. Wenn das der Margo in der Ost ist, ist das rechts. Ergebnislos bleibt Kretschkos Grabung nicht. Wäre das die Hinterfläche? Tja, das, was gefunden wurde, ist ein wenig mager, wenn man das so sieht. Wir haben vier Knochenfragmente, also Bruchstücke der Röhrenknochen vom Bein. An den Bruchrändern ist zumindest in dieser Ansicht, in diesem Auffindungszustand, nicht die Spuren einer Osteoporose nachweisbar. Also man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass es im Menschen um ein Individuum gehandelt hat, das sicherlich nicht älter als 55 war. Interessant ist noch, dass wir auch Keramikreste und Tierknochenreste gefunden haben. Das alles spricht also dafür, dass hier offenbar, so wie das auch von Herodot beschrieben wird, am Grab beispielsweise ein Festmahl abgehalten wird, wo die Leute zusammensitzen und essen und trinken. Ich wollte nie heiraten. Das Kriegshandwerk war mein Leben. Kämpfen wollte ich und das tat ich auch. In vielen Schlachten. Bis ich eines Tages schwer am Bein verwundet wurde. Das Gehen und das Reiten fällt mir schwer. Das Alter hat mich eingeholt. Of the horse
Gegen Rolles Hypothese von der Existenz eines Amazonenstaates spricht, dass bei den Skelettfunden die männlichen Krieger deutlich in der Mehrzahl sind. Frauen als Hauptbestattung wurden noch nicht gefunden. Die Sonne hat die Lehmböden zu betonharten Schichten verbacken. Das macht die Grabung schwierig. Die Arbeit der Archäologen zerstört auch unwiderruflich. Deshalb haben sie den Grabhügel in der Mitte geteilt, um seinen Aufbau zeichnerisch und fotografisch zu dokumentieren. Das skythische Grab ist mit schweren Steinen bedeckt. Beim Abtragen darf nichts zerstört werden, was noch von Bedeutung sein könnte. Jetzt sind Spitzkelle und Pinsel gefragt. Langsam nähern sich die Archäologen der Stelle, wo sie den Eingang zur Grabkammer vermuten. Das ist eine wirklich schwere und aufwendige Arbeit. Wir gehen sehr sorgfältig vor. Das hier ist vermutlich der Ort der Grabkammer, welche wir aufgrund der vielen kleinen Steine noch nicht vollständig erkennen können. Die erste Etappe der Arbeit ist also beendet. Erste Fundstücke werden in den oberflächlichen Schichten entdeckt. Die Hoffnung des Grabungsteams wächst, dass sich darunter deutlich mehr befindet. Doch dann stockt die Grabung. Das Gestein ist zu schwer. Gretschko und sein Team benötigen anderes Gerät. Es muss erst über die wenig ausgebauten Wege herbeigeschafft werden. Grundsätzlich ist natürlich jede Prognose, was man in einem Grab finden wird, abenteuerlich. Aber im günstigsten Fall wird man in dem Grab eine Skythin finden, die Waffen trägt. Allerdings reicht das nicht als Nachweis für antike Amazonen. Dass es Skythenfrauen gegeben hat, die an der Jagd und auch an Kämpfen beteiligt waren, das wird auch von mir und anderen nicht bestritten. Als Nachweis für einen Amazonenstaat aber müssten diese Frauen auch dem Gemeinwesen vorgestanden haben. Und eigentlich dürften die Männer nicht als gleichwertige Kämpfer mitgewirkt haben. Die Führung der skythischen Reitereinheiten hatten jedoch schwer bewaffnete Reiter. Das ist bisher noch in keinem einzigen Fall nachgewiesen worden. Die Skythen hatten auch ein Patriarchat, das heißt, ein Mann hat die Gruppe angeführt. All das widerspricht den mythologischen Überlieferungen zum Amazonenstaat. Jedes noch so kleine Fundstück bekommt eine Inventarnummer. Unter dieser Nummer werden auch alle Informationen abgespeichert, die die Forscher zu diesem Fund zusammentragen. Fundstelle und Fundumstände müssen auch für spätere Forschergenerationen nachvollziehbar sein. Die Situation ist so, dass wenn man ein Becken hat und hier ein nahezu komplettes Becken von dieser Frau, das ist jetzt das linke Hüftbein, und da können wir zum Beispiel sehen, dass hier ein Einschnitt ist, der fast rechtwinklig ist. Bei Männern wäre der spitzwinklig, sodass ich ihn mit dem Daumen verschließen könnte. Das ist hier nicht möglich. Also zeigt uns dieser fast rechtwinklige Einschnitt, dass es sich wohl um eine Frau handelt. Aber sie hat auch gute Muskelmarken. Wahrscheinlich ist sie vom Kindheit trainiert. Zwischen diesen beiden Zähnen, dem hinteren Backenzahn und dem ersten Mahlzahn, erkennen wir an beiden Zähnen, an den zueinander gewandten Flächen, eine kleine halbrundliche Rinne, die zusammen sich ergänzt, letztlich zu dem Umriss einer Sonde, die hier eingeführt wurde und vor und hin und her bewegt wurde. Das sind also Praktiken, die man als Reinigung, als Mundhygiene verstehen kann. Und interessant ist, dass das bei Frauen der Skythen etwa 4-5 Mal häufiger als bei Männern ist. Das können wir auch hier bei diesen Skythen oder Amazonenskeletten nachweisen. Wenn wir das sehen, da haben wir eine Verfärbung und eine Struktur, die aufliegt, die Rost darstellt, der Rest eines eisernen Schwertes. Sodass wir also sagen können, die Frau hat Waffen im Grab gehabt.
Waffen im Grab, verstärkte Muskelmarken, die für Muskeln sprechen, mit denen beispielsweise solche Waffen gehandhabt wurden, bringen uns zu dem Schluss, dass es sich hier vielleicht um eine Kriegerin handeln wird. Dass es Kriegerinnen gegeben hat, ist damit bewiesen. Aber handelt es sich bei den Kriegerinnen auch um die Amazonen, von denen der Mythos erzählt? Oder haben sie nur zur richtigen Zeit in das bestehende Bild gepasst? Können die skythischen Kriegerinnen die Existenz eines Amazonenstaates beweisen? Weder patriarchal noch matriarchal können wir verfolgen. Die Skythen, es ist ein ganz anderes Lebensmodell. Man hat es eine Zeit lang ganz unterschätzt und gedacht, es ist sozusagen ein niedriger Gesellschaftsstatus, wenn eine Frau also zu den Waffen greifen muss. Und dass das nur geschehen wäre, zum Beispiel, wenn nur absolute Not am Mann war. Also manche der Autoren haben, um jetzt dieses Phänomen der Kriegerinnen oder Amazonen zu erklären, haben zu solchen Erklärungsmustern gegriffen, dass es entweder ein Jungmädchensport vor der Ehe war, aber dagegen spricht wieder, dass manche ins hohe Alter ihre Waffen mit ins Grab bekommen und offensichtlich im hohen Alter noch waffentüchtig waren. Die Amazonen dann ihren Reiz verlieren, wenn wir tatsächlich eine matriarchalisch geprägte Gesellschaft hätten, in der die Frauen üblicherweise die Krieger wären. Heute oder schon im Zweiten Weltkrieg haben in der Roten Armee Hunderttausende von Frauen mitgekämpft. Im Irakkrieg haben auch zigtausende Amerikanerinnen Dienst an der Waffe getan. Trotzdem ist es immer noch die Ausnahme, dass die Frau auf dem Schlachtfeld in Erscheinung tritt. Wenn diese Rolle einmal alltäglich wäre, dann würde die Amazone den Reiz des Besonderen verlieren und sich nicht mehr für spannende Geschichten eignen. Wenn ich heute auf mein Leben zurückschaue, kann ich sagen, ich bin stolz. Stolz auf mein Leben, stolz auf meine Taten und stolz auf unser einzigartiges Volk. Und da sehen wir auch, das hier ist total glatt. Bei einem Reiter wäre das hier zu einem Höcker profiliert. Lassen Schädelfunde Rückschlüsse auf die Kampfweise zu? Wir haben hier einen Schädel, der zwei sehr deutliche Hiebverletzungen ausgeführt mit einer Klingenwaffe zeigt. Und wir erkennen, dass hier ein Hieb von hinten kommen, das Hinterhaupt getroffen hat. Das heißt, wahrscheinlich ist der Mann weggelaufen und hat von hinten einen Hieb mit einer Klingenwaffe bekommen, der hier den Schädel gespalten hat. Er hat dann eine zweite Verletzung hier vorne, wenn man sich das anschaut, und zwar einen größeren Defekt. Der Hieb ist auch so von hinten gekommen. Dann ist die Waffe wohl stecken geblieben und beim Herausziehen oder beim Umsinken des Mannes ist dann das hier fehlende Schädeldachstück abgeplatzt. Man sieht, wenn man hier genau drauf hält, sehr gut auch die Scharten, die die Klinge, oder besser gesagt die Furchen, die die Scharten der Klinge am Knochen verursacht hat. Michael Schulz trägt mit seinen Untersuchungen sehr viel Informationen über das Leben dieser Menschen zusammen. Sogar Erkrankungen lassen sich so rekonstruieren.
Wir haben hier den Oberarmknochen einer Amazone, die durch übermäßigen Gebrauch, wahrscheinlich im Waffendienst, eine krankhafte Veränderung des Knochens hat. Und wir sehen im Mikroskop hier diese krankhafte Knochenveränderung vor uns. Wir haben hier einen Knochendünnschliff durch den Oberarmknochen der einen Amazone von Akalacha und sehen, dass der Knochen falsch zu Lebzeiten belastet wurde. Im einfachen Durchlicht ist das noch nicht zu sehen, aber wenn wir jetzt im polarisierten Licht uns das Ganze anschauen, erkennen wir schon, dass diese zirkulären Baueinheiten, die wir hier haben und die Osteone heißen, nicht regelrecht gebildet sind. Schalten wir jetzt zum Beispiel einen Kompensator, ein Hilfsobjekt Rot erster Ordnung in den Strahlengang, kann man das noch besser sehen. Da können wir sagen, dass der Knochen nicht mehr regelrecht belastet wurde, weil er durch eine Muskelsehnenzerrung erheblich beeinträchtigt war. Das hat wehgetan. Die Amazone hat den... Heute ist also beendet. Erste Fundstücke werden in den oberflächlichen Schichten entdeckt. Die Hoffnung des Grabungsteams wächst, dass sich darunter deutlich mehr befindet. Doch dann stockt die Grabung. Das Gestein ist zu schwer. Gretschko und sein Team benötigen anderes Gerät. Es muss erst über die wenig ausgebauten Wege herbeigeschafft werden. Grundsätzlich ist natürlich jede Prognose, was man in einem Grab finden wird, abenteuerlich. Aber im günstigsten Fall wird man in dem Grab eine Skythin finden, die Waffen trägt. Allerdings reicht das nicht als Nachweis für antike Amazonen. Dass es Skythenfrauen gegeben hat, die an der Jagd und auch an Kämpfen beteiligt waren, das wird auch von mir und anderen nicht bestritten. Als Nachweis für einen Amazonenstaat aber müssten diese Frauen auch dem Gemeinwesen vorgestanden haben. Und eigentlich dürften die Männer nicht als gleichwertige Kämpfer mitgewirkt haben. Die Führung der skythischen Reitereinheiten hatten jedoch schwer bewaffnete Reiter. Das ist bisher noch in keinem einzigen Fall nachgewiesen worden. Die Skythen hatten auch ein Patriarchat, das heißt, ein Mann hat die Gruppe angeführt. All das widerspricht den mythologischen Überlieferungen zum Amazonenstaat. Jedes noch so kleine Fundstück bekommt eine Inventarnummer. Unter dieser Nummer werden auch alle Informationen abgespeichert, die die Forscher zu diesem Fund zusammentragen. Fundstelle und Fundumstände müssen auch für spätere Forschergenerationen nachvollziehbar sein. Die Situation ist so, dass wenn man ein Becken hat und hier ein nahezu komplettes Becken von dieser Frau, das ist jetzt das linke Hüftbein, und da können wir zum Beispiel sehen, dass hier ein Einschnitt ist, der fast rechtwinklig ist. Bei Männern wäre der spitzwinklig, sodass ich ihn mit dem Daumen verschließen könnte. Das ist hier nicht möglich. Also zeigt uns dieser fast rechtwinklige Einschnitt, dass es sich wohl um eine Frau handelt. Aber sie hat auch gute Muskelmarken. Wahrscheinlich ist sie vom Kindheit trainiert. Zwischen diesen beiden Zähnen, dem hinteren Backenzahn und dem ersten Mahlzahn, erkennen wir an beiden Zähnen, an den zueinander gewandten Flächen, eine kleine halbrundliche Rinne. Die zusammen sich auf die Knochenveränderung vor uns. Wir haben hier einen Knochendünnschliff durch den Oberarmknochen der einen Amazone von Akalacha und sehen, dass der Knochen falsch zu Lebzeiten belastet wurde. Im einfachen Durchlicht ist das noch nicht zu sehen. Aber wenn wir jetzt im polarisierten Licht uns das Ganze anschauen, erkennen wir schon, dass diese zirkulären Baueinheiten, die wir hier haben und die Osteone heißen, nicht regelrecht gebildet sind. Schalten wir jetzt zum Beispiel einen Kompensator, ein Hilfsobjekt Rot erster Ordnung in den Strahlengang, kann man das noch besser sehen.
dann können wir sagen, dass der Knochen nicht mehr regelrecht belastet wurde, weil er durch eine Muskelsehnenzerrung erheblich beeinträchtigt war. Das hat wehgetan. Die Amazone hat den Arm dann nicht mehr benutzen können in der ursprünglichen Weise, sodass es im Knochen zu dieser Form einer Inaktivitätsatrophie, also eines Schwundes und Umbaus des Knochengewebes aufgrund von Nichtbelastung gekommen ist. Und das werden wir auch in Kiew dann uns anschauen an den Original-Amazonen-Skeletten, zumal zu diesen vier bereits ausgegrabenen ein Neufund kommt, der gerade vor kurzer Zeit geborgen wurde, der auch komplett ist, wo der Schädel auch dabei ist. Und da werden wir dann gemeinsam mal schauen, ob das wirklich erstens eine Frau ist und zum anderen eine Frau, die vielleicht gekämpft hat, wo die Muskulatur am Arm und am Bein darauf hinweist, dass es eine Kämpferin bzw. eine Reiterin war. Das würde ja zusammengefügt das Bild einer Amazone ergeben. Renate Rolle hat eine Hypothese, wann die künftigen Amazonen mit der Ausbildung begonnen haben könnten. Also es geht gar nicht anders, als zu sagen, die Mädchen müssen genauso ausgebildet gewesen sein wie die Jungen. Da können sie weder ein guter professioneller Bogenschützin werden, beim Schwert ist das genauso. Und noch schlimmer würde ich denken beim Speer oder beim Wurfspieß. Denn man muss hier die Valgusstellung des weiblichen Armes beachten und solche Sachen. Also es muss sehr, sagen wir mit einem Wort, sehr intensiv und von frühester Kindheit an geübt werden. Über andere Aspekte des Lebens dieser Kriegerinnen kann die Wissenschaft nur spekulieren. Haben sie sich geschminkt? Haben sie ihren Körper bemalt? Die Wissenschaft ist hier auf Analogieschlüsse angewiesen, denn aufgrund der Witterungsbedingungen gibt es keine Funde aus den Ländern, in denen Skythen siedelten. Weg annehmen, dass es sie so nicht gegeben hat, Kentauren etwa. Die Vorstellung, gegen Frauen zu kämpfen, war für einen griechischen Mann so ungefähr das Aberwitzigste, was er sich überhaupt denken konnte. Über einen Amazonenstaat in den weiten Ebenen an der Schwarzmeerküste der südlichen Ukraine hat ein griechischer Autor geschrieben. Vieles, was Herodot in seinen Geschichtsbüchern schildert, wurde in archäologischen Einzeluntersuchungen bewiesen. Er berichtet über skythische Feste und Bräuche sowie über die Ankunft der Amazonen in Skythien. Lässt sich der Wissenschaftsstreit um die Amazonen mit modernen wissenschaftlichen Methoden entscheiden? Bis in das späte 20. Jahrhundert hinein haben Archäologen das Geschlecht von Skelettfunden nur anhand der Grabbeigaben bestimmt. Anthropologen wurden nicht hinzugezogen. Dabei gab es schon im 19. Jahrhundert vereinzelt andere Ansätze. Ja, ich hatte meine Dissertation in Deutschland ja geschrieben. Und da ging es generell um Grabritual, Grabbau, überhaupt Totenritual, um diesen ganzen Komplex. Und da hatte ich natürlich entsprechend viele auch Frauenbestattungen, die ganz normal dokumentiert im Katalog verarbeitet wurden und so weiter. Und da fiel mir eben auf, dass es in der Fachwissenschaft eigentlich schon seit 1890 etwa die Diskussion gab, ob es bewaffnete Frauen, also Kriegerinnen, gegeben hat. Und ein berühmter russischer Archäologe, der Graf Bobrinskoy, hatte mit Hilfe eines Mediziners eigentlich schon am Ende des 19. Jahrhunderts geklärt, es gibt solche Kriegerinnen. Um die Existenz von Kriegerinnen wissenschaftlich abzusichern, muss die Grabungssituation jederzeit nachvollziehbar sein. Wo wurde welches Skelett genau gefunden? Und welche Grabbeigaben wurden neben dem Toten abgelegt?
Viele der frühen Funde wurden allerdings nicht nach heutigen Standards katalogisiert und gelagert. Diese ersten, die ich gerade erwähnt habe, am Ende des 19. Jahrhunderts, das waren auch mit die sensationellsten. Das war in jedem Falle also der Unterschied zu Rüstung ausgesehen haben. Wir haben hier erstens Elemente der Schutzrüstung, einen skythischen Schuppenpanzer. Das sind natürlich in Wirklichkeit wahre Kunstwerke, wo jede Schuppe die nachfolgende immer mit ein Drittel der Fläche überdeckt. Wir haben mit Studierenden Teile von Schuppenpanzern 1:1 nachgebaut und wir haben darauf geschossen und wir wissen, wie groß die Durchschlagskraft ist. Aus Kiew, wo wir auch Versuche haben laufen lassen können, wissen wir, dass diese Panzer ausgesprochen gut elastisch tragbar sind und dass sie also sehr gut gerade schwere Geschosse wie Pfeile und so weiter abhalten können. Hier haben wir dieses berühmte Pektorale aus der Tolstoyer Mogila von Orjonikidze hingelegt. In der Nachbildung, dieses Stück darf ja im Original die Ukraine nicht mehr verlassen. Es ist also ein Nationalheiligtum, fast 2 Kilo schwer und eben hier mit diesen Szenen angeordnet, von denen man glaubt, dass das die Darstellung des skythischen Lebens und das die Jenseitsvorstellungen sind, die sich hier dahinter verbergen. Also dieses Ganze gilt eben gerne als Zeichen der Unterwelt und als Zeichen der Oberwelt, die durch diesen Ornamentstreifen getrennt sind. Ja, was habe ich noch vorzuführen? Hier dieses Spiegelbild, was auch was typisch Skythisches ist. In Männergräbern, aber viel häufiger noch in Frauengräbern, finden wir solche Bronzespiegel. Und das bronzene Spiegelbild ist viel schöner als das unsere Modernes, was auf Silberbasis, Quecksilberbasis und so weiter zustande kommt. Also skythische Spiegelbilder waren auf jeden Fall etwas, was schönende Wirkung hatte. Am Zentrum für Anatomie der Göttinger Universität untersucht der archäologische Gerichtsmediziner Michael Schulz Skelettreste aus dem ukrainischen Tschertomlyk mit modernsten wissenschaftlichen Methoden. Der Paläopathologe war an den Grabungen dort beteiligt. Längst ist die Erforschung der Skythengräber ein interdisziplinäres Projekt. Wissenschaftler vieler unterschiedlicher Fachrichtungen sind beteiligt. Was uns auf der Grabung am Tschertomlyk überrascht hat, ist, dass tatsächlich die Skelette, die ausgegraben wurden, Frauenskelette waren mit vergrößerten Muskelmarken und Waffenbestattungen im Grab, also Waffenbeigaben im Grab. Und an diesen Skeletten kann man nachvollziehen, also einmal, wie solche Skelettfunde untersucht. Die Arbeit der Archäologen zerstört auch unwiderruflich. Deshalb haben sie den Grabhügel in der Mitte geteilt, um seinen Aufbau zeichnerisch und fotografisch zu dokumentieren. Das skythische Grab ist mit schweren Steinen bedeckt. Beim Abtragen darf nichts zerstört werden, was noch von Bedeutung sein könnte. Jetzt sind Spitzkelle und Pinsel gefragt. Langsam nähern sich die Archäologen der Stelle, wo sie den Eingang zur Grabkammer vermuten. Das ist eine wirklich schwere und aufwendige Arbeit. Wir gehen sehr sorgfältig vor. Das hier ist vermutlich der Ort der Grabkammer, welche wir aufgrund der vielen kleinen Steine noch nicht vollständig erkennen können. Die erste Etappe der Arbeit ist also beendet. Erste Fundstücke werden in den oberflächlichen Schichten entdeckt. Die Hoffnung des Grabungsteams wächst, dass sich darunter deutlich mehr befindet. Doch dann stockt die Grabung. Das Gestein ist zu schwer. Gretschko und sein Team benötigen anderes Gerät. Es muss erst über die wenig ausgebauten Wege herbeigeschafft werden. Grundsätzlich ist natürlich jede Prognose, was man in einem Grab finden wird, abenteuerlich. Aber im günstigsten Fall wird man in dem Grab eine Skythin finden, die Waffen trägt.
Allerdings reicht das nicht als Nachweis für antike Amazonen. Dass es Skythenfrauen gegeben hat, die an der Jagd und auch an Kämpfen beteiligt waren, das wird auch von mir und anderen nicht bestritten. Als Nachweis für einen Amazonenstaat aber müssten diese Frauen auch dem Gemeinwesen vorgestanden haben. Und eigentlich dürften die Männer nicht als gleichwertige Kämpfer mitgewirkt haben. Die Führung der skythischen Reitereinheiten hatten jedoch schwer bewaffnete Reiter. Das ist bisher noch in keinem einzigen Fall nachgewiesen worden. Die Skythen hatten auch ein Patriarchat, das heißt, ein Mann hat die Gruppe angeführt. All das widerspricht den mythologischen Überlieferungen zum Amazonenstaat. Jedes noch so kleine Fundstück bekommt eine Inventarnummer. Unter dieser Nummer werden auch alle Informationen abgespeichert, die die Forscher zu diesem Fund zusammentragen. Fundstelle und Fundumstände müssen auch für spätere Forschergenerationen finden wird. Abenteuerlich. Aber im günstigsten Fall wird man in dem Grab eine Skythin finden, die Waffen trägt. Allerdings reicht das nicht als Nachweis für antike Amazonen. Dass es Skythenfrauen gegeben hat, die an der Jagd und auch an Kämpfen beteiligt waren, das wird auch von mir und anderen nicht bestritten. Als Nachweis für einen Amazonenstaat aber müssten diese Frauen auch dem Gemeinwesen vorgestanden haben. Und eigentlich dürften die Männer nicht als gleichwertige Kämpfer mitgewirkt haben. Die Führung der skythischen Reitereinheiten hatten jedoch schwer bewaffnete Reiter. Das ist bisher noch in keinem einzigen Fall nachgewiesen worden. Die Skythen hatten auch ein Patriarchat, das heißt, ein Mann hat die Gruppe angeführt. All das widerspricht den mythologischen Überlieferungen zum Amazonenstaat. Jedes noch so kleine Fundstück bekommt eine Inventarnummer. Unter dieser Nummer werden auch alle Informationen abgespeichert, die die Forscher zu diesem Fund zusammentragen. Fundstelle und Fundumstände müssen auch für spätere Forschergenerationen nachvollziehbar sein. Die Situation ist so, dass wenn man ein Becken hat und hier ein nahezu komplettes Becken von dieser Frau, das ist jetzt das linke Hüftbein, und da können wir zum Beispiel sehen, dass hier ein Einschnitt ist, der fast rechtwinklig ist. Bei Männern wäre der spitzwinklig, sodass ich ihn mit dem Daumen verschließen könnte. Das ist hier nicht möglich, also zeigt uns dieser fast rechtwinklige Einschnitt, dass es sich wohl um eine Frau handelt. Aber sie hat auch gute Muskelmarken, wahrscheinlich ist sie von Kindheit trainiert. Zwischen diesen beiden Zähnen, dem hinteren Backenzahn und dem ersten Mahlzahn, erkennen wir an beiden Zähnen, an den zueinander gewandten Flächen, eine kleine halbrundliche Rinne, die zusammen sich ergänzt, letztlich zu dem Umriss einer Sonde, die hier eingeführt wurde und vor und hin und her bewegt wurde. Das sind also Praktiken, die man als Reinigung, als Mundhygiene verstehen kann. Und interessant ist, dass das bei Frauen der Skythen etwa 4-5 Mal häufiger als bei Männern ist. Das können wir auch hier bei diesen Skythen- oder Amazonenskeletten nachweisen. Wenn wir das sehen, da haben wir eine Verfärbung und eine Struktur, die aufliegt, die Rost darstellt, der Rest eines eisernen Schwertes. Sodass kämpfende Frauen? Es hat sie in der Geschichte immer wieder gegeben. Vereinzelt, wie Jeanne d'Arc. Den Mythos von einem ganzen Volk von kämpfenden Frauen, die in einem Frauenstaat organisiert waren, haben die alten Griechen in die Welt gesetzt. Ihre Sagen erzählen von der Amazonenfürstin Penthesilea. Sie kämpfte mit ihrer Frauenarmee auf der Seite Trojas. Achill besiegte sie im Einzelkampf und verliebte sich in die sterbende Schönheit. Was beruht bei den antiken Erzählungen und Berichten auf einem wahren Kern?
In der Umgebung von Hamburg lebt Renate Rolle. Ihrer Initiative ist es zu verdanken, dass sich Forscher seit den 80er Jahren mit den Amazonen intensiver beschäftigen. Amazonen sind ja mythologisch überhöht. Und in unserem Bereich, also jetzt in Osteuropa und in Zentralasien, spricht man deshalb meistens auch nicht von Amazonen oder nur in Anführungsstrichen. An und für sich sind es Kriegerinnen. Und das lässt sich nun wirklich nicht bestreiten. Und da wir an den Skeletten auch Spuren starker Verwundungen, Verletzungen, teils verheilt, teils nicht verheilt, finden können, kann man natürlich sagen, die Waffen, die standen nicht nur zu Hause auf dem Vertigo, sondern die hat man dann im Kampf eingesetzt und nicht zu wenig. Amazonen haben die Vorstellung vieler Menschen angeregt. In einer von Männern geprägten Welt müssen Frauen, die gegen ihre Feinde kämpfen, abenteuerlich wirken. Sie bedrohen die Männer in ihrer Wunschvorstellung, sie seien die Herren der Welt. Aber die Vorstellung kämpfender Frauen hat auch einen anderen Reiz. Erst recht die Vorstellung von einem Staat, in dem die Frauen das alleinige Sagen haben. Einiges fällt natürlich besonders auf. Also zum einen, dass man sie regelrecht verteufelt. Nicht diese Unverschämtheit der Frauen, sich in diese Männersache zu begeben und auch noch erfolgreich zu kämpfen, das muss einem Griechen schon also sehr hart angekommen sein. Aber was generell auch auffällt, ist, dass sie immer wieder als so wunderschön beschrieben werden. Wenn Sie wieder mal an Achilleus denken, nicht der dann also erschrickt von der Schönheit und es wird ja im griechischen Milieu immer wieder, Amazonen sind ja mythologisch überhöht und in unserem Bereich, also jetzt in Osteuropa und in Zentralasien, spricht man deshalb meistens auch nicht von Amazonen oder nur in Anführungsstrichen. An und für sich sind es Kriegerinnen und das lässt sich nun wirklich nicht bestreiten. Und da wir an den Skeletten auch Spuren starker Verwundungen, Verletzungen, teils verheilt, teils nicht verheilt, finden können, kann man natürlich sagen, die Waffen, die standen nicht nur zu Hause auf dem Vertigo, sondern die hat man dann im Kampf eingesetzt und nicht zu wenig. Amazonen haben die Vorstellung vieler Menschen angeregt. In einer von Männern geprägten Welt müssen Frauen, die gegen ihre Feinde kämpfen, abenteuerlich wirken. Sie bedrohen die Männer in ihrer Wunschvorstellung, sie seien die Herren der Welt. Aber die Vorstellung kämpfender Frauen hat auch einen anderen Reiz. Erst recht die Vorstellung von einem Staat, in dem die Frauen das alleinige Sagen haben. Einiges fällt natürlich besonders auf. Also zum einen, dass man sie regelrecht verteufelt. Nicht diese Unverschämtheit der Frauen, sich in diese Männersache zu begeben und auch noch erfolgreich zu kämpfen, das muss einem Griechen schon also sehr hart angekommen sein. Aber was generell auch auffällt, ist, dass sie immer wieder als so wunderschön beschrieben werden. Wenn Sie wieder mal an Achilleus denken, nicht der dann also erschrickt von der Schönheit. Und es wird ja im griechischen Milieu immer wieder erwähnt, dass Fünfkämpfer die schönsten Menschen der Welt waren. Dieser extreme sportliche Einsatz, der hat sicher körperlichen Niederschlag gefunden in Schlankheit durchtrainiert. Und Sie sehen das ja heute bei den Distanzreiterinnen und den Fünfkämpferinnen. Und das entspricht ja durchaus diesem antiken Vorbild. Außerordentlich modern soll die Kriegsführung der Kriegerinnen gewesen sein. Auf dem Pferd waren sie schneller als der Feind.
Mit kleinen Dolchen kämpften sie beweglicher als mit langen Schwertern. Ihre Pfeilspitzen waren nicht flach wie üblich, sondern dreiflügelig und mit Widerhaken versehen. Sogenannte Totenreiter aufgebaut wurden. Das heißt, es wurden junge Krieger und Pferde getötet. Die wurden dann präpariert, also ausgestopft und zusammen mit Waffen versehen, um den Kurgan herum als Toten- oder Geisterreiter aufgestellt. Meist finden sich mehrere Rundgräber in einer hierarchischen Anordnung. Das Bedeutendste liegt im Zentrum eines solchen Friedhofs. Ein Frauenskelett im Zentrum einer solchen Anlage zu finden, würde unsere Sicht auf die Gesellschaft dieser Zeit verändern. Wenn wir zum Beispiel die Friedhöfe anschauen, dann ist es in der Zeit Sitte, unter einem Grabhügel, einem Kurgan, bestattet zu werden. Und es fällt auf, dass die Frauen selbstverständlich auch das Recht haben, solch einen eigenen Grabhügel zu haben. Und es gibt auch einige, wenige, aber einige Beispiele, wo zwei solche bewaffnete Frauen in einer solchen Kurgan-Grabanlage gefunden sind. Die Südküste der Ukraine. Archäologen erforschen hier, was Mythos ist und was Realität war. Hier soll Herodot gewesen sein, bevor er über die Amazonen geschrieben hat. An dieser Küste könnten sie an Land gegangen sein, wenn sein Bericht wahr ist. In einer alten Skythensiedlung suchen Archäologen, sich ein Bild von den Menschen zu machen, die einst hier lebten. Eine solche Grabung ist mühsam. Bewohnte Städte oder Dörfer sind weit entfernt. Geschlafen wird in Zelten und gearbeitet in sengender Hitze. Leider ist das Grab aus der Zeit der skythischen Besiedelung nicht in dem Zustand, den sich die Archäologen erhofft hatten. Die Skythen haben hier später alle Knochen rausgeholt und führten ihre eigenen Begräbnisse durch. Deshalb haben wir mehrere Dutzend Knochen des hiesigen Barbarenvolkes gefunden. Sie begruben nebeneinander mehrere Leichen. Und beim nächsten Begräbnis wurden die alten Knochen einfach unter die Mauer geschoben und die neue Leiche wurde bestattet. Auch spätere Zerstörungen erschweren die Arbeit der Archäologen. Also dieser Fundplatz ist zwar sehr interessant und besonders deshalb, weil wir ja, wie wir hier sehen, ein rechteckige Grab oder Gebäudeeinfassung haben. Tatsächlich ist das aber sehr stark zerstört. Einmal sicherlich in antiker Zeit schon geplündert, dann auch sicherlich in der Neuzeit geplündert worden. Und wenn man sich das Ganze hier ansieht, wir befinden uns ja hier im Gelände, Ackerbau, große Felder. Und wenn dann Traktoren oder Erntemaschinen drüber fahren, die werden natürlich im Laufe. Der Archäologe, der Graf Bobrinskoy, hatte mit Hilfe eines Mediziners eigentlich schon am Ende des 19. Jahrhunderts geklärt, es gibt solche Kriegerinnen. Um die Existenz von Kriegerinnen wissenschaftlich abzusichern, muss die Grabungssituation jederzeit nachvollziehbar sein. Wo wurde welches Skelett genau gefunden? Und welche Grabbeigaben wurden neben dem Toten abgelegt? Viele der frühen Funde wurden allerdings nicht nach heutigen Standards katalogisiert und gelagert. Diese ersten, die ich gerade erwähnt habe, am Ende des 19. Jahrhunderts, das waren auch mit die sensationellsten. Das war in jedem Falle der Unterschied zu den Männerbestattungen. In den Frauengräbern kamen auch Waffen vor, und zwar verschiedene Waffendisziplinen, also Schwerter, Lanzen, Spitzen und so weiter. In den letzten 120 Jahren wurden in der Ukraine hunderte Grabungen durchgeführt. Dabei wurden Gräber gefunden, die nicht den herkömmlichen Erfahrungen der westeuropäischen Archäologen entsprechen. Sie geben der Vorstellung von kämpfenden Frauen neue Nahrung.
Es tauchte dann was auf, was die Archäologen mit dem Terminus Mixinventare oder Mischinventare bezeichnen, dass wir also das hatten, was man normalerweise für typisch für eine Frauenbestattung ansieht, also Schmuck, das ist so wie bei uns auch, Schmuckgrab gleich Frauengrab und Waffengrab gleich Männergrab. Das ist natürlich total... Mixinventar kann auch anders gedeutet werden. Eine Hypothese besagt, dass Waffen in Frauengräbern stellvertretend für den Ehemann stehen, der nicht mitbestattet werden konnte. Frau Rolle ist der Meinung, dass Darstellungen von Amazonen im 5. Jahrhundert ein reales Bild von eben diesen Kriegerinnen geben. Doch diese Amazonen tragen eine Fantasietracht. Es ist eine Tracht, die skythische Elemente enthält, die persische Elemente enthält, die aber auch wiederum griechische Elemente aufnimmt. Das heißt, diese Kriegerinnen kämpfen mit einer orientalischen Bewaffnung, die so kein Gegner der Griechen je getragen hat. Auch eine Skythin wird genau so nicht ausgesehen haben. In der staatlichen Antikensammlung und Glyptothek München finden sich die alten griechischen Keramiken, denen wir